Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, der mittlerweile schon 19. Folge sehe ich gerade. Und wir sind an der Ich habe schon zu Brutstätte viel Sigma dabei. angekommen. Also es müsste eigentlich hier sein. So, schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr an dem Ende dieser Folge über ein Abo, Like oder auch Kommentar freuen. Also kommentiert fleißig, Jungs und Mädchen. Würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt schauen wir aber mal, wie wir da reinkommen. Wir Was für machen eine noch Tür. Waffen voll. Aber wie kriegt man sie auf? Genau. Passt. Schauen wir mal, wie wir die aufkriegen. Halten, überbrücken. Okidoki. Schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Abseilen. Yeah, Carburetor. Mein Gott, richtiges Tech-Komplex hier. Ich möchte nur wissen, wo die den Strom überhaupt herkriegen. Komplett. Also Wahnsinn. So, Metallschirmkühlsaftluhe. Holz ist voll. Das wird zu schwer. Yep, ich brauche echt. Schauen wir mal, können wir dann schon jetzt. Eine Tasche bauen. Mit mehr Rohstoffe. Rohstoffbeutel. Ah, Schweinsknochen fehlen uns. Jetzt habe ich schon so viele Schweine erledigt, aber ich finde irgendwie keine Schweinsknochen. Plus 20% Kapazität. Und wie schaut es bei den Fallen aus? Oh, da fehlt auch Schweinsknochen. Okay, wir bräuchten drei Schweinsknochen. Ich muss mal auf Schweinejagd gehen, Leute. Gehen wir mal da durch. Das Metall. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Tja, das probieren wir rauszufinden, Leute. Wer das hier gebaut hat. Okay, ich glaube, wenn ich hier runterfalle, bin ich wahrscheinlich down. Muss richtig tief in die Erde reingehen. Oh, schaut verdammt gut aus. Sieht aus irgendwie wie bei Alien. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Erkunde die Brut. Oh. Oh. Guck mal, vielleicht kann ich mir anschleichen und kann den gleich killen. Ich hätte die überbrücken können, habe ich gesehen, oder? Obwohl, der hat eigentlich die ganze Zeit für mich gekämpft, gell? Oh, wow. Diese Dinger transportieren Teile. Wohin bloß? Was ist das? Ich scanne mal. Okay, es sind normale Wächter. Das heißt, es ist also nicht so stark. Okay, dann haben wir jetzt sich optimal gerade her bewegt. Und ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ich scanne noch mal. Okay, da ist eine Maus, die brauchen wir nicht. Okay, sieht es eigentlich sauber aus. Ist da oben noch irgendwas? Ah, okay, hier gibt es anscheinend auch so Heilpflanzen, die glaube ich schon ein bisschen mehr geben. 24% geben die schon.
Okidoki. Gehen wir hier weiter. Hier sieht's clean aus. Okay, ich glaube, wir kommen hier wieder irgendwie raus aus dem Berg. Aus dem Komplex. Das sieht doch schon ganz schön bergig aus. Aber ich denke mir, das ist alles miteinander vernetzt hier. Das Ding ist in dem Berg drin. Das ist heftig. Okay. Okay, hier wird es wieder reingehen. Ich weiß nicht, kommt man hier hoch? Na, hier kommt man nicht hoch. Außer hier vielleicht. Ja, doch, hier kommt man hoch. Ah, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, das haben sie Glück gemacht. Das hätten sie ja machen können, dass man halt da noch hochgehen könnte und das dann da oben nicht mehr weitergeht. Aber ich hasse das in Spielen, so komische, unsichtbare Wände. Das mag ich überhaupt nicht, sowas. Dann sollen sie es irgendwie anders lösen, aber nicht mit unsichtbaren Wänden. So, schauen wir mal, was hier ist. Okay, hier geht es anscheinend hoch. Auf geht's, Aloy. Was sind das für Dinger da? Wow, unbekannter Machart. Stoßempfindlich. Erhält ungiftiges Gas, das die Sichtbarkeit einschränken kann. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die kleine Riesenmaschine kommt. Das nehme ich lieber mit. Konsolo unbekannter Macher könnte für militärische Überbrückungen anfällig sein. Okay, wir können überbrücken. Aber ich will die erst schon nicht, dass hier irgendwie so ein komisches Vieh rumrennt. Das Ding bei der Spalte. Kann menschliches Gewicht tragen. Wozu ist das gut? Okay, kann menschliches Gewicht tragen. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich reinspringen. Überbrücken wir das erstmal. Schauen wir mal, was da passiert. Ah, sehr nützlich. Alles klar. Gehen wir nochmal hier rüber. Okidoki. Vorratskiste nehmen wir natürlich alles mit, was geht. Ich möchte nur wissen, wenn ich da runterspringe. War ich denn da unten schon? Da was gibt. Ja, sieht aus, als wenn ich da reingehen könnte, aber ich glaube, dass wir da später vielleicht noch hinkommen. Man sieht hier echt nicht viel. Aber ich finde auffällig viel Heilungszeug, muss ich sagen. Ich glaube, dass hier wahrscheinlich irgendein Boss kommt oder sowas. Ich glaube, dass wir hier bald einen Boss sehen werden. Und ich habe immer noch die Standardwaffen. Also nichts Besseres bis jetzt oder so. Okay, überbrücken. Move die Hudel hier. Okay. Oh well. Oh fuck, was ist das alles? Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auch tragen. Ja, aber wie komme ich darauf? Wie komme ich darauf? Kann ich mich daran hängen? Okay, ich kann mich daran hängen. Das werde ich vielleicht noch bereuen.
What the fuck? Es stimmt also. Von diesen Affen werden Maschinen gebaut. Aber warum? Und von wem? Kein Plan, wo ich hin muss. Da ist ein Seil. Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Oder fahre ich jetzt hier im Kreis? Könnte das vielleicht sein? Okay, da sind Wächter. Und ich weiß nicht, ob ich das überlebe, wenn ich da reinfahre. Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Okay. Okidoki. Da ist ein Wächter. Schau zu Papa. Ist der down? Okay, in diese Richtung 124 Midi. Schau, wie ich da lang komme. Benzin ist gerappelte voll. Warte mal. Kann ich darüber jumpen? Nein! Okay. Hier kann ich aber wieder hoch. Okay, also muss ich einen anderen Weg finden darüber. Haben wir noch schon einen? Müsste ich was anderes rauswerfen. Okay, sind zwei Wächter. Eins. Oh, hier sind mehrere. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Wächter mehr down. Ich glaube, das wird ein richtig komplizierter Weg dahin. Was ist das für ein Spinnvieh? Ach du Scheiße. Krabbelt herum wie eine Spinne. Musst du jetzt hier hochkommen?
What the fuck? Noch einer da, glaube ich, gell? Das sind mehrere gewesen. Oh, ich bin absolut komplett. Kein Platz dafür. Waren es nicht zwei Spinnen? So, wie komme ich jetzt da hoch? Muss ich erst nur mal gucken. Ich habe auch gedacht, es waren zwei, oder, von denen? Hab mich da verguckt, oder was? Aber mit dem... Warte mal, jetzt muss ich das mal probieren. Nee, geht nicht. Ich kann nichts mehr nehmen. Nichts mehr. Ich bin gerammelt und voll. Okay. Ich gehe mal hier runter. Aber irgendwas kann ich mit denen machen. Stoßempfindlich. Das heißt, ich kann auch da dagegen hauen. 100 Pro. Muss aber da hoch. Schon wieder hochkomme. Da sind Kletterpunkte, oder? Kann das sein? Kletterpunkte? Okay, sind Kletterpunkte. So, darüber muss ich. Damit sich eigentlich das überbrücken können wieder. Durch. So, okay. Wo geht's jetzt lang? Oh, noch so leid. Ich habe gedacht, das haben wir schon. Da gibt es wenigstens ein bisschen Heilung hier. Okay, ich sehe jetzt keine Wächter oder sowas. Was Vorrat? Okay, hoch da, Aloy, los, zieh! Zieh, Aloy! Okay, wo müssen wir jetzt hin? Darüber. Schaut das doch geil aus. Unten bauen sie gerade zum komischen Feuerrücken oder sowas. Bauen die da? Ja, wenn das ganze Ding in die Luft sprengen könnte, irgendwie. Den ganzen Komplex. So, okay. Ich bin fast im Herzen. Ja, muss nicht übermütig werden. So, abseilen. Geht's hier runter? Ist hier was? Scannen wir nochmal die Umgebung. Vorratskiste. Okay, er zeigt mir so nichts an. Also senden wir uns ab. Okay, was ist hier unten noch? Da ist eine Kiste, die holen wir uns. Alles mitnehmen, was so geht. Okay. Hier so eine Kiste. Ist hier noch was? Ja, hier ist nichts mehr. Okay, ich glaube, wir sind fast da, Leute.
überbrücke den Kern. Ich kann diese Maschine nicht überbrücken. So werden also Maschinen gemacht. Soll ich den Kern überbrücken? Das Licht gesponnen. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Wow. Ist hier runter. Ich habe das Gefühl, wenn ich da runtergehe, kommt die blöde Maschine da raus. Da ist ein Wächter. Was hier? Nein, die kriege ich doch niemals down. Ich weiß jetzt schon. Ist egal. Hundertprozentig kommt die jetzt heraus. Überbrücke den Kern. Was für ein Kern? Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Was für ein Kern, Leute. Da geht's nicht rein. Mein Inventar ist gerammelt voll, Leute. Ich hab keinen Platz mehr. Ja, der dreht sich aber noch nicht zu mir her, also ist er noch nicht fertig gebaut. Oh, hier ist was Leeres. Oh, 39 Schaden. Okay, das mache ich mir nachher mal rein, wenn ich vielleicht einen zweiten Bogen habe oder so. Will ich mir das rein. Ich gehe da vorbei hier. Mehr kann ich nicht. Ja, tragen. Ich weiß. Hey Leute, ich weiß. Okay, hier komme ich nicht weiter. Wo bin ich denn überhaupt gekommen? Von oben, oder? Okay, bin komplett voll. Und wo bin ich gekommen? Na, hier waren wir doch schon. Überbrücke den Kern. Nichts machen. Ist da oben oder was? Ah. Okidoki. Kernüberbrückung. Los. Hundertprozentig kommt das Vieh jetzt daraus. Okay. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anfasse. Oh, fuck. Jetzt bringen mir die Idioten hier auf, die kleinen Penner. Oh, Alter.
Wie soll ich denn den Daumen machen? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen aber an der Stelle einen Cut und schauen uns das dann in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.